Yo, was geht ihr kleinen Ninja-Freunde? Heute werden wir mal wieder ein bisschen was machen, was Aerosolino sich schon immer gewünscht hat. Ugh. Hä? Und heute ist der Kommentar des Tages. Oh, danke für den Kommentar des Tages. Das war Aerosolino, der wollte hier auch mal gerne mal was sagen. Ihr könnt gerne unter shop.aerosol.de vorbeischauen, dort könnt ihr euch euren eigenen Aerosolino holen. Meine werten Damen und Herren, das hier ist auch übrigens nochmal das Fanart des Tages und damit können wir auf jeden Fall schon mal hineinstarten, hier in ein neues Spiel und zwar in den Ninja Training Simulator. Das ist ein sehr cooles Game, das schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Willkommen beim Ninja Training! Oh, ist sogar Deutsch. Ah, und jetzt wieder Englisch, okay. Wo du trainiert wirst, einer der besten Ninjas zu werden. Okay, das Ganze wird also auch anscheinend übersetzt. Und wir haben hier verschiedene Stages, die wir machen müssen. Wir müssen wahrscheinlich wie ein echter Ninja hier durchspringen. Und das wird die große Aufgabe werden. Springen wir durch und versuchen unser Bestes. Oh, Mama de Mia, de Pizzeria. Okay, wir springen durch. Das ist das Ding. Wir jumpen. Das sind die gesamten Planks, die wir hier nehmen müssen. Das Ganze ist auch sehr schön gemacht. Dann haben wir hier auch gleich Bäume, die aus Zuckerwatte sind. Sehr interessantes Prozedere. Hier haben wir nochmal einen Checkpoint. Hier haben wir noch ein paar kleine Steine. Diese Steine scheinen tatsächlich interessant zu sein. Sprich, ich gucke mal... Nein! Oh Junge, da tanzt einfach dieses eine Mädchen. Sehr interessante Sprünge, die wir hier haben. Tatsächlich sind das hier glatt polierte Steine. Und dieser eine Steinsprung, den ich habe, da musst du wirklich fast auf den letzten Drücker abspringen, weil du nämlich sonst hier auf diese ganz kleine Wasserlilie da drauf kommst. Okay, das Mädchen tanzt immer noch. Die hat richtig auf mich gewartet. Und jetzt ist sie aber gestorben. Lol. Okay, also an die Pflanze dran und hoch das Ding. Ach lol, die war sogar schon hier schon mal oben. Die ist aber nur zurückgesprungen. Okay, wir laufen weiter durch. Mal gucken, was das Ganze heute noch mit sich bringt. Okay, das Ninja-Training ist nämlich noch lange nicht vorbei. Wir müssen uns weiter fortbewegen. Springen wir und tun unser Bestes. Das ist hier wie so ein Wolle-Seil. Wie kann das überhaupt stehen? Ist wahrscheinlich ein Kupferdraht oder sowas drinnen. So, Zuckerwattebaum, check. Okay, das hier sieht aus wie ein Tempel. Und ich denke mal, dieser Tempel wird uns gleich wahrscheinlich einen neuen Weg aufzeigen. Oder ist es einfach nur ein kleiner Sneak Peek, was noch gleich kommen wird? Okay. Wir haben übrigens auch einen Shop, da gibt es die klassischen Sachen, die es immer gibt. Wow, guck mal, wie sich das dreht hier im Shop. Sehr cool gemacht, gefällt mir. Und man kann sich auch ein Haustier kaufen. Oh, ein kleiner Affe! Ich will den Affen haben. Affenpower! Ich habe mir jetzt einen Affen gekauft. Wo ist mein Affe? Ich will meinen Affen. Ich will meinen Affe. Wo ist der? Wo ist mein Affe? Ich habe ihn mir gekauft, aber ich... Ah, ausrüsten. Jetzt habe ich ihn. Ja! Mein Affe! Er hat einfach so grüne Augen, voll süß. Okay, komm mit, mein kleiner Affe. Springen wir zusammen diese Obby durch. So, hier ist jetzt ein Boot, welches wir nehmen können. Und damit fahren wir Richtung Alabama. Oh nein, das arme Mädchen. Die ist ohne uns losgefahren und das nächste Boot kommt erst in 25 Sekunden. Naja, gut, es ist, wie es ist. Ich wusste nicht, dass es direkt losfährt. Ich habe gedacht, wir fahren mit dem Mädchen zusammen. Nun ja, gehen wir hier drauf und es geht weiter. Hier durch einen weiteren schönen Bogen. Ich war mal in Tokio, da waren tatsächlich überall solche Bögen. Das war sehr schön, immer bei so Tempeln. Okay, hier sind diese Baumstämme. Affe, denkst du, ich schaffe das oder was? Okay, kleiner Affe, let's go. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben. Perfekt. So, hier sind so kleine Wasserbollen, die die ganze Zeit von oben nach unten gehen. Oh, und da muss man aufpassen. Wie, warum fliegt dieses Wasser überhaupt? Das frage ich mich gerade. Aber es scheint zu klappen. Okay, dann haben wir hier das Yin und Yang Zeichen. Das Zeichen für Frieden und für Gelassenheit. Wir haben tatsächlich hier diese bösartigen Schlangen, denen wir entkommen müssen. Das war nicht unbedingt das Schwierigste. Und wir haben dann hier eine Tür, so wie es aussieht, die wir durchgehen können. Okay, das war so eine klassische chinesische oder japanische Papiertür. Ich glaube, die hatten doch Papiertüren, oder nicht? Irgendwie sowas in die Richtung. Ich glaube, wir müssen jetzt in dieses traditionelle Haus hier reingehen. So. Wow! Hier! Trete auf das Ei, um es aus dem Regal zu werfen. Und danach nutze die Schlüsselkarte, die du darin gefunden hast, und lege sie da irgendwo rein. Und es wird unsere geheime Tür öffnen, die die zur geheimen Einrichtung führt. Okay. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Dann müssen wir auf das Ei treten. Dann öffnet sich das... Oh! Wir haben das Ei runtergeschlagen. Okay. Haben wir jetzt die Keycard bekommen aus dem Ei, was wir gerade runtergeschlagen haben. Und dann nehmen wir die Keycard und müssen sie in den Keycard-Slot reinstecken, dort, wo sie hingehört.
Und dann dürfte sich hier tatsächlich der Boden öffnen. Woohoo! Nice. Sehr, sehr cool. Dann gehen wir mal hier weiter und versuchen unser Bestes. Da ist nochmal ein Yin und Yang-Zeichen und wir können hier rein. Okay, wow! Was passiert denn hier? Ich musste mich gerade an der Nase kratzen und schon ist tatsächlich alles wieder eskaliert. Und jetzt sind wir in einem riesigen Kellergarten. Oh, warum muss jeder denn immer so einen riesigen Keller bauen? Aber es ist alles mit Lava ausgestattet. Und irgendwie, irgendwoher, glaube ich, diese Karte hier sogar schon einen Ticken zu kennen. Ich wollte nur eigentlich damit sagen, dass ich diese Obby von irgendwoher so ein bisschen kenne. Aber ich glaube, sie wurde stark verändert, deswegen kann man sie gerne nochmal spielen. Und wir haben hier wieder ein Seil aus Stoff oder sowas, was wir tatsächlich wieder durchqueren müssen, um unser Bestes zu versuchen. Ach Leute, als Ninja ist es nicht einfach zu leben, aber mit einem kleinen Affen als Kompanen ist das Leben schon viel schöner. Checken wir das mal aus. Ja, funktioniert. Okay, hier ist wieder tatsächlich eine Leiter, die wir durchqueren müssen. So, ich weiß nicht, warum immer jede zweite Brettspalte da immer rausgenommen wurde, aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich versuchen, unser Bestes zu probieren. Okay, Bestes! Ah! Oh Leute, das wird wieder sehr wild. Okay, hier müssen wir so hochlaufen, glaube ich. Aha. Und hier oben befindet sich ein grüner Knopf. Drücken wir den grünen Knopf und erhalten dadurch rote Plateaus, die wir verwenden können zum Springen. Oh Gott, das kenne ich doch nicht. Das habe ich ja jetzt zum ersten Mal gerade gemacht. Ich hoffe nur, ich schaffe es rechtzeitig. Hup. Okay, ich glaube, die werden doch bestimmt jetzt gleich noch verschwinden, oder? Wenn man da zu langsam ist. Ich drücke den nächsten Knopf. Okay, es geht in die linke Richtung. Oh Mama de mia, de Pizzeria. Wir müssen das schaffen. Let's go. Und da ist schon wieder ein ganz normaler Eingang. Warum auch immer hier so ein Lavakeller ist und warum dieses Mädchen hier in der Luft... Achso, das sind diese roten Dinger. Das ist ja ganz witzig, die kann ich ja gar nicht sehen. Dann sieht es so aus, als ob sie in der Luft läuft. Okay, das hier sieht wieder nach einem Ninja-Ausrüstungsraum aus. Das heißt also, hier haben wir so Rohre, die wir gemeinsam mit unserem fliegenden kleinen Affen durchqueren müssen. Und hier sind so kleine Attrappen, Puppenattrappen, die wahrscheinlich mit Speeren angegriffen werden. Das Ganze sieht natürlich sehr, sehr gefährlich aus. Aber egal, wer hier geworfen hat, derjenige hat auf jeden Fall da ganz gut getroffen. Hier ein bisschen zu weit unten, ne? Der hier hat direkt getroffen und der wieder zu weit unten. Naja. Aber nichtsdestotrotz springen wir auf diese extrem scharfen und gefährlichen Ninja-Sterne. Und wir haben hier dann wieder eine weitere Tür. Das heißt also, diesen Raum haben wir sehr gut geschafft. Und das Mädchen holt uns auch inzwischen ein. Ich hoffe, sie schafft die Sprünge, damit sie da immer auf neuestem Stand bleibt. Und wir können schon mal weitergehen hier in den nächsten dunklen Raum. Mal schauen, was uns da erwartet. Leute, Leute, Leute. Was haben wir da? Ein chinesischer Drache. Oh, könnte aber auch ein japanischer Drache sein. Es könnte auch einfach nur ein asiatischer Drache sein. Ich gehe aber mal davon aus, dass der aus der chinesischen Mythologie kommt, weil ich den, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen habe. Hilfe! Hier sind ja überall so richtig riesige Säulen. Und diese Sprünge sind mega lang. Okay, ich versuche mein Bestes, Leute. Huh, da muss ich schon ganz ehrlich sagen... Das ist schon gar nicht mal so leicht, aber ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut hier auf diesem Planken. So, okidoki, da ist er, der riesige Drache. Und er wird uns verschlingen. Okay, no problem, no problem. Oh, dieser Drache hat aber ein echt schönes Interieur von innen, ha? Das muss man ihm schon lassen. Naja, nicht jeder von uns hat innen so ein schönes Interieur. So, oh, da ist der Kung-Fu-Meister. Du hast es wirklich sehr schön getan. Nimm dieses Gold bitte an dich. Wuhu, ich kriege Gold. Nein, es war eine Falle, ich habe es gewusst. Und schon wieder sind wir in einem Keller gelandet. Da sitzt Arizolino wieder. In einem Keller, so wie immer. Okay, springen wir auf und lassen natürlich nicht weiter locker, denn es gibt immer einen Weg heraus. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen, aha, einen Geheimweg. Und zwar ist nämlich hier ein Stein, den man zur Seite schieben kann. Und dieser Typ sagt, oh Mann, du hast tatsächlich deine Gier überstiegen. Jetzt müssen wir hier wieder rauskommen. Okay, die Lehre, die wir daraus gezogen haben, als er uns gesagt hat, du sollst das Gold nehmen, hätten wir das Gold nicht annehmen sollen, weil wir nämlich nicht gierig sein sollen als Ninja. Man sollte niemals gierig sein, denn gierig sein sorgt immer nur für Probleme. Das hat uns unser kleiner Affe gelehrt. Habe ich nicht recht, kleiner Affe? Okay, wir gehen weiter. Wir ziehen weiter durch. Also, dann müssen wir hier wieder durch einen riesigen Tempel springen. Mit sehr, sehr, sehr komischen Säulen. Oh!
Ich habe gerade wirklich gedacht, dass wir hier über diese komischen Blätter da kommen können. Möchtest du einen magischen Teppich kaufen? Nein, danke. Obwohl das natürlich eine sehr gute platzierte Werbung dafür ist. So, oioioioi. Okay, wir schaffen das. Wir springen einfach nur von Säule zu Säule und überlegen uns... Nein! Das tut in meinem Herzen weh. Hier muss man einen Ticken weiter runter und dann so springen, okay? Weil man denkt immer, man muss immer vom höchsten Ausgangspunkt springen, aber das ist tatsächlich nicht die Wahrheit. Okay, hier ist jetzt eine komische Spielebox. Da wird uns wahrscheinlich unser Affe noch ein bisschen was erzählen können. Springen wir rein in die Spielebox. Okay, das heißt also, wir werden jetzt irgendwo bei Spielzeugen weitermachen. Let's go! Okay, was haben wir da? Wir gucken. Ein Riesen-Teddybär und wir sind jetzt in einer Spielzeugkiste. Also, du hast den Geist des inneren Kindes gerade getroffen. Du musst dich konzentrieren, wieder in die Realität zu kommen. Okay, das heißt also, wir haben uns jetzt in das Kinderdasein sozusagen befördert und müssen es jetzt schaffen, wieder aus der Kindheit herauszukommen, um ein wahrer Ninja-Held zu werden. Denn nur derjenige, der seinen Geist und seinen Körper kontrollieren kann, Alter, das ist ein Hot Wheel, der kann auch ein Ninja werden. Und es ist ganz schwer, hier über diese Legos zu springen, weil die nehmen nämlich immer sehr viel Platz ein und man kann in diesen Kreisen, in diesen Zusammensteckteilen von denen ganz leicht stecken bleiben. Deswegen wir uns da umso mehr konzentrieren müssen. Wir haben hier nochmal ein paar kleine Bretter am Start. Und fiese Käsefallen. Oh Junge, ich habe ganz genau gewusst, dass hier fiese Käsefallen kommen. Und zum Glück haben wir als Haustier einen Affen und keine Maus. Okay, hier sind noch weitere kleine Käsestücke. Die müssen wir natürlich bewältigen. Wie ein Meister machen wir das. Weitere Kabel, die uns tatsächlich von A nach B führen. Mit lilanen kleinen Partikeleffekten. Und Domino-Steinen. Oh, Junge, oh, Junge. Ich verstehe nicht, warum es eine Marke gibt, die Domino's heißt und Pizzas verkauft. Warum verkaufen die nicht einfach Domino-Steine? Das habe ich mich schon immer mal gefragt. Nun ja, wir haben hier nochmal weitere Soldaten, so Spielzeugsoldaten, die hier herumstehen. Und über die zu springen ist gar nicht mal so leicht, weil die nämlich sehr viele Kanten und Ecken haben. Allerdings... Oh nein, das war gerade ein fieser Bereich. So, jetzt habe ich es aber. Jetzt alle. So, weiter geht's über die Domino-Steine. Sprung über Sprung über Sprung. Zu den fliegenden Fleischbällchen in Tomatensoße. Okay, es könnte auch einfach Feuer sein, aber es könnte auch Tomatensoße sein. Unter Bedingungen. Okay, wir gehen weiter. Springen hier über die grünen Sticks, die grünen Leuchtsticks. Und wir haben hier... Blub, wieder einen weiteren Checkpoint erreicht. Mit diesen Zusammensteckteilen. Ich glaube, diese Zusammensteckteile, die kann man sich auf den Boden legen. Und dann kann man damit, glaube ich, so spielen und sowas in die Richtung. Das klingt schon ganz cool. Wir haben hier nochmal einen lässigen Arm, der da liegt. Warum nicht? Und ein Springseil, über was wir hier balancieren können. Sehr, sehr cool gemacht. So ein kleiner Arm, der ist schon mal eine coole Sache, wenn der da herumliegt. Warum der da dabei Schach! Oh mein Gott, ich liebe Schach, Leute. Wir springen jetzt hier über die Bauern. Die guten alten Bauern sind das. Leute, falls ihr mal ein richtig cooles Spiel sucht, ja, und euch ist so richtig langweilig und ihr habt richtig viel Zeit. Und mit richtig viel Zeit meine ich so richtig, richtig viel Zeit. Dann nehmt euch Schach mit. Damit habt ihr wirklich bis zum Ende eures Lebens Spaß. So. Oder Billard. Billard ist auch ein gutes Spiel. Ich glaube, wir müssen hier das richtige Loch finden oder auf die andere Seite kommen. Das könnte natürlich auch stimmen. Dann laufen wir hier mal weiter. Und da ist schon wieder so ein Dominostein, der uns hilft, auf diesen Boxding da drauf zu kommen. So, jetzt laufen wir hier wieder über ganz komische Bretter, wo ich nicht verstehen kann, wie die eigentlich halten können, weil die fliegen hier einfach nur. Aber es ist manchmal einfach, wie es ist. Okay. Dann haben wir hier ein Auto. Dieses Auto. Wow. War nicht der richtige Weg, okay? Wo ist dann der richtige Weg? Ist er hier? Diese rote Sache da? Ich denke schon. Ja, es ist die rote Sache. Und dann müssen wir von hier aus diese weißen Punkte da hochspringen. Was das sein soll, weiß ich nicht. Blubberblasen vielleicht. Und diesen riesigen Bleistift müssen wir hier hochlaufen. Bis zur Mine hoch, bis zur Spitze der Spitze. Und dann sind wir hier in diesem Bett gelandet. So, alles, was wir suchen, ist wahrscheinlich unter der Decke. Und wahrscheinlich geht es auch da weiter. Unter der Decke. Sehr nice, sehr nice. Okay, schauen wir mal, was als nächstes kommt, kleiner Affe. Okay, los geht's. Okay, okay. Das Ganze sieht aber ganz schön so aus wie am Anfang.
Sind wir etwa wieder dort gelandet, wo wir angefangen haben? Ist es ein ewiger Kreislauf, den wir... Ich verstehe. Schaut euch das mal an. Wenn wir jetzt mal hier kurz zurückspringen, dann bemerken wir, dass wir jetzt auf der anderen Seite angekommen sind von dem damaligen Zaun, wo wir damals durchgesehen haben. Genau, da sind wir doch damals mit dem Boot gefahren. Aha. Das heißt also, wir haben es jetzt tatsächlich auf die andere Seite geschafft, wofür man sich tatsächlich gar nicht mal so schämen muss. Also, das Ganze können wir jetzt hier weiterführen und auf die andere Seite gehen. Und ich glaube, hier hinten wartet unser Ninja-Meister schon auf uns mit unseren Geschenken. Wow, du hast dein Training abgeschlossen. Gehe auf die grünen Pads für noch mehr Spiel und Spaß. Okay. Meine werten Damen und Herren, das war tatsächlich hier die Ninja Challenge. Mir hat sie sehr gefallen. Ich habe auch das Abzeichen mir abgeholt. Und wir haben natürlich hier die Pfade, damit wir uns natürlich hier weiterhin fortbewegen können wie ein echter Ninja. Wir nehmen uns Speed und Jump mit und dann wuhu, ja, können wir hier springen, wie wir wollen. Okay, meine werten Damen und Herren, das war tatsächlich mal wieder eine weitere von diesen coolen Obbys. Und ich hoffe mal, nein! Aua, wir sind ertrunken. Passt auf euch auf, bleibt gesund, Leute. Schaut im Shop vorbei und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao.